Zucker ist gefährlich. Zucker ist eine Droge. Merkt euch das. Tja, da wart ihr einen Moment schockiert, ne? Keine Sorge, ihr seid nach wie vor im Gute-Laune-Kanal. Und ja, der sympathische junge Mann war tatsächlich Tanzverbot. Für die, die ihn nicht kennen, dieser junge Mann ist unter dem Namen Tanzverbot mittlerweile einem durchaus breiteren Publikum bekannt, seines Zeichens der YouTube-Star Deutschlands. 9.100 verfickte Abonnenten stehen hinter mir. Naja, gut. Einer der YouTube-Stars, sagen wir wohl mal besser. Egal, was der Junge tut, ob er nun zu Bett geht, er seine Einkaufstüten auspackt oder auch Post vom Vermieter bekommt, egal, was der Junge tut, egal, was der Junge hochlädt, es gucken sich roundabout eine halbe Million Menschen an. Was passiert da sonst noch so in der Sendung? Na, man weiß es nicht so genau. Für die etwas Älteren, für die Fernsehgeneration, stellen Sie sich am besten eine Mischung aus den Ludolfs und dem Dschungelcamp vor. Dann haben Sie so eine grobe Vorstellung, was da abläuft. Das Ganze in einer, ja, One-Man-Show. Und man kann der Sache tatsächlich einen gewissen Unterhaltungswert nicht absprechen. Alter, ist das Dem aber nicht genug, unser guter Tanzverbot betätigt sich seit neuestem auch politisch. Ja, Sie hören richtig. Zu einer Ausbildung, Führerschein oder einem Job hat's bislang, soweit ich weiß, nicht, dass ich was Falsches sag, noch nicht gereicht. Guck dir das ganz genau an! Aber jetzt geht's in die Politik. Und da er ja nicht irgendwer ist, sondern Tanzverbot, Every day, every night. gibt er sich natürlich auch nicht mit irgendwelchen Lappalien ab, sondern steigt direkt richtig in die Hochfinanz ein. Das kotzt mich einfach so an, wie sich das hier gerade entwickelt, Alter. Und zwar die Steuer hat's ihm angetan. Da wir ja der lustige, gute Laune Steuerkanal sind und zudem natürlich auch noch irgendwo einen gewissen Anspruch haben, ihnen auch ein bisschen Kunst und Kultur zu vermitteln, muss das natürlich für uns Anlass sein, sich diesen politischen Ambitionen zu stellen und anzunehmen. Also gehen wir es doch an. Da kann ja kaum noch was schiefgehen. Der Gute-Laune-Kanal trifft Tanzverbot, den drolligen YouTube-Star. Das kann ja nur der Brüller werden. Hier oben! Also, Tanzverbot, erzähl uns doch erstmal, worum geht es dir? Und zwar geht es darum, dass ja gerade wieder darüber geredet wird, ob die Zuckersteuer erhöht werden soll oder ob überhaupt eine eingeführt werden soll für Zucker. Diesbezüglich wollte ich mich als Opfer des Zuckers oder als, ja, als Konsument vom Zucker, extremer Konsument von Zucker, wollte ich mich diesbezüglich äußern. So, da dachtest du, da wolltest du dich mal zu äußern. Ich denke, ich habe das Recht dazu, mich dazu zu äußern. Ja. Ich sag jetzt mal, die einen sagen so, die anderen, Reden wir nicht lange drum herum. Ich bin dafür, dass eine Zuckersteuer eingeführt wird, weil Zucker auf lange Sicht für mich schädlicher ist. Okay, also. Ich fasse es jetzt nochmal zusammen. Du meinst also, weil Zucker für dich schädlich ist, müssten wir es jetzt anderen verbieten. Verstehe ich das richtig, ja? Ich sag nochmal dazu, ich wiege 123 Kilo, deshalb spreche ich hier aus Erfahrung wie in meinem letzten Video. Und ich bin klar und deutlich dafür, dass eine Zuckersteuer eingeführt werden soll, da ich denke, dass ich, wenn jetzt zum Beispiel eine Tafel Schokolade statt 59 Cent 4 Euro kosten würde, jetzt einfach mal als ganz krasses Beispiel, würde ich weniger dazu greifen, als wenn sie halt nur 59 Cent kostet. Tja, das ist ja mal eine logische und konsequente Haltung. Da habe ich eine super Neuigkeit für dich. Da musst du jetzt nicht dir große Mühe machen und in die Politik gehen. Das können wir direkt morgen anfangen. In Zukunft kaufst du deine Schokolade einfach bei mir. Da kostet die nämlich schon 4 Euro. Und weil ich dich so knuffig finde und dir da gern helfen möchte, sage ich dir noch was. Weil du's bist, bekommst du sie bei mir sogar für 8. Was bildest du dir eigentlich ein, du Scheiß-Dorftrottel? Zucker macht Leben kaputt. Ich merke es an mir. Ich war früher ein sportlicher Mensch. Tanzverbot, das musst du doch nicht erwähnen, das sieht man direkt. Guck dir das ganz genau an! Aber jetzt mal so unter uns zwei Betschwestern.
So ein ganz klein bisschen an dir lag's dann doch auch, oder? Natürlich, natürlich. Ich habe zu einem sehr großen Prozentsatz habe ich selbst daran Schuld. Aber trotzdem hat der Zucker mir die Möglichkeit gegeben, aus mir sowas zu machen. Ich zeig mich hier nochmal von der Seite. Mhm. Dir ist aber schon klar, dass auch der Strom dir die Möglichkeit gegeben hat, in die Steckdose zu fassen. Sollen wir den jetzt auch verbieten? Ich möchte, dass Zucker etwas Besonderes wird. Dass man sowas zu besonderen Anlässen isst, in Form von Schokolade oder sowas. Okay, du erwähntest es bereits, aber dann meine kleine, doofe, naive Frage. Warum tust du es dann nicht einfach? Was hindert dich daran, es nur noch an besonderen Tagen zu essen? Also, ich bin's nicht. Wieso willst du mir jetzt was verbieten oder verteuern? Ich möchte, dass Menschen daran gestoppt werden. Du möchtest es also nicht mehr. Okay, aber dann hau rein, Junge. Was haben deine Mitmenschen, deine Mitbürger damit zu tun? Warum sollen die in Zukunft mehr zahlen oder auf irgendwas verzichten, weil du Probleme hast? Gerade in sozialeren Unterschichten, wo man nicht viel Geld hat zum Leben, so im Hartz-IV-Bereich oder sowas, greift man immer zu zuckerhaltigen Mitteln, wenn Gemüse, Obst und sowas ist deutlich teurer als Zucker halt. Zucker ist ein billiger Stoff, mit dem man halt billig Waren herstellen kann, und ich möchte das nicht mehr. Das kostet mich einfach so an, wie sich das hier gerade entwickelt, Alter. Und ich würde gerne vom Staat davon unterstützt werden. Dadurch unterstützt werden. Auch hier kann ich dich beruhigen. Auch das gibt's schon. Also man muss da das Rad nicht neu erfinden. Ist ein uraltes Konzept, nennt sich Vormundschaft. Gehst da einfach zum nächsten Amt, Polizeidienststelle oder was auch immer so bei dir in der Nähe ist. Erzählst den Herrn, dass du Hilfe brauchst, du allein nicht so richtig klarkommst und dass du es klasse fändest, wenn man dich unter Vormundschaft stellen würde. Und dann tut dich der Staat da unterstützen, dann stellt er dir einen ganz netten Mann an die Seite und der passt dann immer schön auf, dass du nicht zu viel Schokolade isst. Ich möchte, dass so eine Zuckersteuer eingeführt wird. Zucker ist gefährlich. Zucker ist eine Droge. Merkt euch das. Tja, also ich bin ein paar Jahre älter als du. Ich habe kein Problem mit Zucker. Und die meisten deiner Mitmenschen auch nicht. Das Problem, lieber Tanzverbot, ist nicht der Zucker, sondern deine fehlende Willensstärke. Wir kennen das Problem alle. Es ist genauso wie beim morgens aufstehen und zur Arbeit zu gehen. Wir würden alle lieber liegen bleiben. Manche tun es, andere nicht. Ist im Übrigen auch eine der Hauptantriebsfedern bzw. das, was Menschen, die erfolgreich sind, von Menschen, die weniger erfolgreich sind, unterscheidet. Also meistens liegt's daran, dass die einen eben mehr Gas geben, sich nicht, wie man so schön sagt, gehen lassen, sondern mit großer Disziplin ihr Ding durchziehen. Das, wie vieles andere, ist der Job eines Erwachsenen. Nämlich seine Probleme selber zu lösen. Beziehungsweise, wenn er Fehler macht, diese selbst und alleine auszubaden. Und weil der Mensch faul und bequem ist, neigt er dazu, die Probleme im Außen zu suchen. Und so marschierst du jetzt auch wieder fröhlich los und forderst Gesetze, Verbote, Steuern und sonst was. Weil du es allein nicht hinkriegst und möchtest, dass jemand anderes deine Probleme für dich löst. Problem an der Geschichte ist, dass du ganz viele weitere Probleme schaffst. Und zwar nicht nur für dich, sondern für andere gleich mit. Das mit der Freiheit ist nämlich so eine Sache. Entweder man ist frei oder man ist nicht frei. Aber man kann nicht die Rosinen aus beiden Ecken haben, wie bei kleinen Kindern, ne? Also ein kleines Kind, das darf nicht so lange aufbleiben, wie es will. Dafür muss es sich nicht ums Essen kümmern und nicht abwaschen. Allerdings muss es eben auch das machen, was der Papa sagt. Jetzt muss man sich entscheiden als Erwachsene. Will man erwachsen sein, dann muss man sich um sein Zeug selber kümmern. Oder will man sich nicht darum kümmern, kommt nicht klar, braucht einen Papa, dann muss man es andere machen lassen. Allerdings wird dieser Papa mit dieser großen Macht dir nicht nur da reinreden, wo es dir gerade passt, sondern überall. Und das wird dir mittelfristig überhaupt nicht passen. Ganz davon abgesehen ist es auch moralisch hochbrisant. Denk doch zum Beispiel mal an die Millionen von Menschen im Land, die überhaupt kein Problem mit Zucker haben. Leute wie Tante Erna, die 70 Jahre alt ist, noch nie ein Problem mit Zucker hatte,
die Zucker eben so benutzt, wie man es benutzen sollte, schlicht weil sie vernünftig ist. Und der tust du jetzt, nur weil du ein Problem hast, das du obendrein nicht selbst lösen willst, auf sie abwälzen. Sie soll in Zukunft jedes Jahr, was weiß ich, 100, 200, 300 Euro extra bezahlen, weil du zu faul bist, einfach das umzusetzen, was du dir selbst schon gedacht hast. Also es ist ja nicht so, dass du es nicht wüsstest, du bist ja nicht zu doof oder so. Du bist einfach nur zu faul, es umzusetzen. Was schon schlimm genug ist. Anstatt dass du dich jetzt so ein bisschen dafür schämst, dass du das nicht tust, willst du, wenn es nach dir ginge, Oma Erna dazu zwingen, ein paar hundert Euro im Jahr extra abzudrücken. Ganz schön heftige Nummer, wie ich finde. Ich würde dir empfehlen, wenn dich Freiheit interessiert, wenn dich Erwachsensein interessiert, wenn dich Geld interessiert, Wirtschaft und Politik, dann schau mal in meinen Kanal rein, da findest du zahlreiche Videos. Das wäre mit Sicherheit nicht ganz unhilfreich. Und wenn du da ein paar gesehen hast, dann hast du am Ende vielleicht sogar verstanden, warum Steuern schon mal ganz grundsätzlich eine ganz, ganz schlechte Idee sind. In diesem Sinne weiterhin alles Gute, viel Erfolg und ich drück die Daumen bei deinem Zuckerproblem. Was sie sich einbilden, was sie sich verdammt nochmal einbilden, den Überboss zu kicken, Alter. Ich will hier verdammt nochmal einfach nur meine Ruhe haben. Und irgendwelche Kackwichsers, Alter, haben nichts anderes zu tun, als mir stundenlang am Tag auf den Sack zu gehen. Boah. Zucker ist gefährlich. Zucker ist eine Droge, merkt euch das.